Schließlich will das Drittverandernde vor allem auch, dass es gemacht werde, und es kommt nicht so sehr darauf an, wie es gemacht werde. Im Film Im Zeichen des Stieres wird vor allem deutlich, dass nymphomanische Frauen es öfter und unbedingt immer mehr machen, weil sie eben nie zur Erlösung, zur Lösung der Glieder des Eros, der Sappho, gelangen. Und deshalb wiederholen sie es umso häufiger und mit umso beliebigeren Phalloi, die sie ausprobieren, ob von diesem her nun das richtige Erlebnis annunzieren sich möchte. Das ist auch ziemlich spannend, dass Frauen, die sehr leicht zum Ziele kommen, nicht ständig darauf beugen, es gemacht zu kriegen, denn eine Abfütterung reicht für 1 bis 2 Tage leicht hin.